Meine Damen und Herren, der DAX-Zug fährt ab, hieß es in der vergangenen Woche. Haben Sie irgendjemand anders gesehen, der sich zu einer solchen Aussage hat festlegen lassen? Inzwischen hat der DAX seine Muskeln spielen lassen. Im heutigen Themencheck mit Hans Berniger knüpfen wir daran an und stellen die Frage: DAX und Co. wohin? Und das soll kein Blick durch die rosa-rote Brille sein, sondern eine sachliche Bestandsaufnahme und ein begründeter Ausblick. Starten wir durch. Ich begrüße Sie, Herr Berniger, und bedanke mich auch vorab schon mal für dieses Gespräch. Ich bedanke mich ebenfalls für das Gespräch oder die Fortsetzung und zunächst einen schönen Gruß. Hallo. Bevor wir uns mit der breiten Markttendenz befassen, möchte ich ein Thema aufgreifen, das auch im Vorabmanuskript zur Aktienbörse von dieser Woche aufgetaucht ist, nämlich der psychologische Rahmen nach der Corona-Pandemie. Inwiefern verändert ein solches Mega-Ereignis das grundsätzliche Denken und auch die Psychologie bei uns Menschen? Die Pandemie hat eine ähnliche Wirkung auf die interpsychologische Wirkung wie, leider muss ich das sagen, wie die Situation nach einem Krieg. Das hören viele nicht gern, aber es ist nun mal so. Es bedeutet, dass viele Kriterien des Lebens und der Geschäfte sich ändern. Darüber kann man jede Menge lesen, das haben alle auch schon sicherlich getan. Aber die Wirkungen an der Börse und in der Wirtschaft, die zeigen sich ja erst nachhinein. Und darin liegt der psychologische Effekt. Wenn am 1. Juni zufälligerweise der DAX aus dem Stand heraus 3% zulegt, bei einem Umsatz von 3 Milliarden, ist das zunächst ein Signal. Daran zweifeln natürlich viele Chartisten jetzt und sonstige Experten. Es ist ein Signal für den Börsensommer. Und das präzisiere ich in der laufenden Aktienbörse dieser Woche. Daran hängen sich alle weiteren Folgen, die wir vielleicht heute noch besprechen können. Jedenfalls ist das Ganze schlüssig. Wir haben vor 3 Wochen gesagt, dass es keinen Crash gibt. Wir haben vor 1 Woche gesagt, dass der DAX-Zug abfährt. Und nun geht es um die Fortsetzung, die wir Woche für Woche begleiten werden, denn anders geht es nicht. Am Ende liegen wir bei einem Kursziel von 20.000 im DAX. Dann dürfen alle wieder lachen. Aber so wird die Endfassung dann aussehen. Kommen wir dann auch zum Motto der heutigen Sendung, des heutigen Gesprächs, DAX und Co. Wohin? Sie hatten eben schon ein DAX-Ziel von 20.000 Punkten formuliert. Könnten Sie für uns skizzieren, was sind die Determinanten, was sind die Argumente für diesen positiven Ausblick? Die deutschen Unternehmen sind ja selbst überrascht. Stehen vor dem Unternehmen, bleiben wir jetzt mal beim DAX, weil es da die Zahlen gibt, vor einer Gewinnexplosion. Diese Schätzungen kennen Sie. Das KGV, nach vorn gerechnet, also per Jahresende bzw. per 2002, bewegt sich jetzt nach den Analysen, die etwas differenzieren, in der Größenordnung von 13,5. Damit ist der gesamte DAX ungefähr 25% billiger als alle anderen Vergleichs. Indizes von Industrieländern. Allein das reicht schon aus. Dazu kommt noch, was Sie jetzt gerade belegt bekommen haben von KPMG bzw. PwC in der Berechnung, wie die sehr hohen Pensionsverpflichtungen, die ja bei den Konzernen eine große Rolle spielen, sich reduzieren oder schon reduziert haben durch die Veränderung der jeweiligen Zinsgrundlagen. Diese Berechnung habe ich zitiert in der letzten Aktienbörse. Daraus ergibt sich ein Volumen, addiertes Volumen, das ist noch nicht verbindlich, von ungefähr 200 Milliarden Euro für DAX komplett. Je nachdem, wie die Zinsen sich verteuern werden, auf eine Laufzeit von, sagen wir, 3 Jahren, ergibt sich wahrscheinlich eine Summe von 250 und mehr Milliarden. Das ist mehr als, das ist rund 20% des ganzen DAX-Wertes, der den Unternehmen als Eigenkapital wieder zufließt. Was vorher eine Schuld war oder eine Eventualschuld, die sich ja an der Altersstruktur der Berechtigten orientiert, also an der Demografie, in jedem Unternehmen anders, werden alle Unternehmen, die ich gerade genannt habe, also alle zusammen, werden allein um 20% mehr Kapital in der Bilanz haben, als sie zurzeit noch da haben. Was ist das wert? Rechnen wir.
Jeder kann mitrechnen. Das kann er mit dem Taschenrechner machen. Was sich daraus an der Bewertung ergibt. Und der zweite Faktor, was machen die Unternehmen daraus? Wenn ihnen also durch die sehr hohen Zuweisungen der letzten Jahre schon das ein oder andere Mal es etwas gekniffen hat, diese Zuweisung zu erhalten, was machen sie mit dieser deutlich höheren Eigenkapitalstruktur oder verbesserten Eigenkapitalstruktur? A, im Umbau der Unternehmen, sei es produktionstechnisch, sei es produkttechnisch, sei es im Marketing oder in anderen Formen. Und was kommen dann für Bewertungen heraus? Fragezeichen. Jeder kann das nachvollziehen. Das ist eine einfache Rechnung und ich habe sie in der Aktienbörse zitiert. Keine Berechnung von mir, sondern von objektiven Wirtschaftsprüfern mit renommierten Namen. Dann reichen 20.000 als DAX-Ziel bei weitem nicht aus. Dann können wir uns höchstens darüber unterhalten, wann. Das weiß ich noch nicht. Das wird sich noch zeigen, je nach den Kriterien, inwieweit dies zu schrittweise umgelegt wird oder realisiert wird. Den Anfänger wird vermutlich die EZB geben müssen mit einem Zinssignal. Dass die sich damit schwer tut, das glaube ich allerdings auch. Wenn Sie sich mit Damen und Herren im EZB-Building in Frankfurt unterhalten, kennt jeder das Thema, so wie ich es erklärt habe. Aber von 19 Vertretern aller Länder im EZB-Rat hat jeder eine eigene Sicht, nämlich die seines Landes. Wie soll ich da eine Einheit hinkriegen oder eine überzeugende Beweisführung? Also das Problem ist sicherlich schwierig dort zu lösen. Irgendwo wird es gelöst werden. Der neueste Vorschlag von vorgestern ist, ich gebe das unverbindlich weiter, wenn die EZB-Bondkäufe langsam irgendwie auslaufen sollen oder werden, dann ist das Ersatzprodukt für die Liquidität, wie ich sie vorhin für Italien erzählt habe, das Aufbauprogramm. In dem Moment, wo dies dann tatsächlich greift, also nicht politisch verabschiedet ist, sondern wirklich greift, dann ist dieser Aufbaufonds der Ersatz für die bisherige Unterstützung für die Italiener und Spanier und sonstige. Also das lässt sich vermutlich machen. Und damit kann ich wiederum leben. Dann ist mir die Angst deutlich geringer oder erscheint sie mir deutlich geringer, als sie allgemein angenommen wird, wenn eben die EZB ihre bisherige Politik ändern muss. Und die Zinsen steigen. Was heißt Zinsanstieg? Ein Italien-Bond muss mindestens 8% bringen, 9%, Frankreich 6%, Spanien 8%, Deutschland 2%. Gut dabei. Das sind dann die Zielkurse oder die Zielrenditen, wenn es keine Unterstützung gibt. Aber wie gesagt, der Aufbaufonds wird das vermutlich auffangen können. Okay, jetzt sprachen Sie gerade von den strategischen Möglichkeiten der Unternehmen. Man muss auf der anderen Seite natürlich auch Aktionäre gehen, die dann die Aktien dieser Unternehmen kaufen, denn der Kurs ist ja letztlich das Produkt von Angebot und Nachfrage. Schauen wir also auch auf die Anlegerseite. Wie ist hier die Ausgangslage, was Liquidität angeht? Wie viel Kapital steht noch in den Startlöchern, könnte hier in den Markt hineinfließen? Und in welche Relation steht das auch zum Marktwert, wenn wir auf den deutschen Markt beispielsweise schauen? Bezogen auf die Unternehmen ist das relativ einfach. Ich muss einfach sagen, was macht der Kapitän? In jedem Schiff gibt es einen Kapitän mit ein paar Mitarbeitern. Also das sind dann die Offiziere. Was tun die? Unternehmensleiter, die nichts anderes tun, als der Öffentlichkeit zu verkaufen, dass es ihnen gut geht, dass ihre Produkte gut verkauft werden, dass die Rendite stimmt und so weiter, sind keine Konzernchefs, sind keine Konzernstrategen. Ich verkaufe oder ziehe mich aus diesen Unternehmen zurück, wo ich erkennen kann oder die sogar den Beleg über Interviews und Ähnlichem darstellen, dass sie eben diese Politik vertreten wollen. Das sind für mich keine Investments. Dann lasse ich die Finger von, weil sie ohne Fantasie sind. Es gibt im DAX Unternehmen mit erstklassigen Strukturen bisher, mit sauberen Geschäften. Ich will den Namen jetzt ausdrücklich nicht nennen, damit ich sie nicht an die Wand stelle. Die waren vor 5, 6 Jahren, also noch gar nicht so lange, waren die 100% höher. Die hatten den doppelten Wert. Immer noch mit den gleichen Produkten, also mit dem gleichen Produktportfolio.
Warum sind diese noch immer so billig? Das muss ja einen Grund haben. Und Frage, gibt es die Möglichkeit, wieder zu der alten Größenordnung der Bewertung zurückzukommen? Denn diese war damals werthaltig. Die war ja auch vielfach dokumentiert. Also es geht hier in diesem Fall sogar im DAX um Unternehmen, die 100% schon mal mehr wert waren. Also die Frage, haben Sie diese Kurse oder diese Bewertung damals überzogen? Oder ist das eine Frage, dass man sie wieder erreichen kann? Und das entscheidet der Vorstand oder der Chef, um es mal auf eine Person zu konzentrieren. Und daran liegt die Qualität jedes Unternehmens nach der Pandemie, nach den Erfahrungen, die wir nun mal gehabt haben, indem wir nachdenken konnten, was wir aus unserem Unternehmen jeweils machen können. Und darauf konzentriere ich mich als Börsenberater oder als Investor. Ich kann mich ruhig an die Worte halten, die also öffentlich verkünden. Entweder sie ablehnen oder sie gutheißen. Auch im MDAX gibt es Unternehmen, ich nenne ebenfalls keine Namen, die können Sie in der neuesten Aktienbörse lesen, die liegt heute Nachmittag, nein, heute ist Mittwoch, also morgen ist Feiertag, sagen wir Freitag, liegt die wieder vor. Dann können Sie die ersten dieser Art nachvollziehen und jeder, ich betone, kann das nachvollziehen für seine eigenen Überlegungen. Das ist Börse, wie sie wirklich echt funktioniert, ohne mit der Gießkanne der monetären Gießkanne der Notenbanken. Die Zeit ist vorgerückt, aber ich möchte dennoch zwei Aktien aus dem DAX herausgreifen, die eigentlich ganz gut zu diesem Rahmen passen, den Sie jetzt skizziert haben. Eine Aktie in der Tiefgarage, die andere schon ganz gut gelaufen. Die Tiefgaragenaktie, sage ich mal, Bayer. Welche Perspektiven sehen Sie in Bezug auf Monsanto? Die Rechtsrisiken, die bilanziellen Risiken, was bedeutet das für die Aktie? Und dann andererseits eben Volkswagen, die ja derzeit einen guten Lauf hat, strategisch eigentlich auch viele Möglichkeiten hat mit dem großen Markensortiment, das man hat und wo man eben auch eine Manövriermasse hat, um möglicherweise Marken auszugliedern oder teilweise an die Börse zu bringen. Wie ist Ihr Blickwinkel auf diese beiden Aktien? Also zu Bayer muss ich mich ganz kurz fassen und ich habe das ja schon mehrfach beschrieben und auch jetzt hier muss ich sagen, die Fortsetzung lesen Sie in der aktuellen Aktienbörse. Der Monsanto-Kauf war im Aufsichtsrat und auch im Vorstand von Bayer sehr umstritten. Der sehr erfolgreiche Chef von Bayer, Herr Decker, er hat daraufhin den Posten sofort verlassen. Innerhalb von 14 Tagen war er raus. Niemand hat sich darum gekümmert, warum. Ich habe mich ein bisschen intensiver darum gekümmert und weiß dazu etwas mehr. Der Stand inzwischen, wissen Sie, der letzte Vergleichsvorschlag von Bayer ging dahin, dem amerikanischen Richter klarzumachen, dass ein Konsens möglich sein müsste. Die Antwort der Amerikaner ist natürlich typisch amerikanisch. Sie verlangen eine, um es ganz kurz zu formulieren, eine erhöhte Rückstellung, dauerhafte Rückstellung, Größenordnung von über 4 Milliarden Dollar, permanent mit jeweiligen Zuschlägen pro Jahr für den Fall, dass irgendwann irgendein Amerikaner auf die Idee kommt, zu beweisen, dass ein Monsanto-Düngemittel ihm geschadet hat, gleich welcher Art. Und wie der Schaden aussieht, dann kennt man ja, das sind dann gleich mal 100 Millionen oder was auch immer. Wovon dann wiederum 90% an die Anwälte gehen. Kurzum, das führt dazu, dass, und jetzt zitiere ich Juristen aus Leverkusen, führt dazu, dass die Bayer Konzernbilanz dauerhaft beschädigt wird. Und diese Beschädigung ist nicht schwer kalkulierbar und führt zu der Konsequenz, dass Bayer die Monsanto, sagen wir den Monsanto-Komplex oder Monsanto AG aus der Bilanz herausnehmen muss. Wahrscheinlich nur, es geht ja nicht über einen Verkauf, weil dort ein Verlust von 30 Milliarden entstehen würde in der Bilanz, ein Buchverlust. Es geht nur über einen Spin-off. Das ist natürlich ein Manöver in dieser Größenordnung, was es in Deutschland noch nicht gegeben hat. Und deshalb ziehe ich meine Einschätzung von Bayer zurück. Oder ich ziehe meine gesamte Position, soweit ich sie empfohlen habe, ebenfalls zurück. Das ist leider eine Konsequenz, die sein muss. Herr Baumann kann mir widersprechen, darüber können wir diskutieren. Das wird also ein bisschen schwieriger werden. Das ist ein solcher Fall, wo es einen Grenzwert gibt aus einer falsch verstandenen, von dem damaligen erfolgreichen Aufbau
Kapitän Herrn Decker, der Bayer ja, wie Sie wissen, groß gemacht hat, nun mal hinzunehmen ist. Der andere war Volkswagen, im Grunde genommen auf der anderen Seite der Skala, mit strategisch ja vielen Möglichkeiten und zuletzt auch einem sehr guten Lauf. Herr Diess macht das, was aus der Situation zu machen war. Denken Sie mal bitte 5 Jahre zurück an den Skandal, also an den VW-Skandal. Der Einzige, der wirklich sofort begriffen hat, nach einer Zwischenposition von Herrn Müller, der richtig gesehen hat, mit Unterstützung auch des Großaktionärs, also der Familie Porsche-Pietsch, dass der gesamte Konzern umzubauen sein wird. Und er hat als erster richtig erkannt, nach seiner persönlichen, wohl auch nicht Freundschaft, aber jedenfalls Bekanntschaft mit Herrn Musk, total und weitgehend total auf E-Mobility umzustellen. Das ist eine Herausforderung, wie sie in dieser Größenordnung für ein deutsches Unternehmen noch nie vorhanden war. Das bedeutet, dass die gesamte Produktion von VW, egal ob in China oder in Mexiko, umzustellen sein wird. Von Verbrenner, egal ob Diesel oder Benzin, auf E-Mobility mit allen seinen technischen Konsequenzen und so weiter. Er hat diesen und nimmt dafür 50 Milliarden Euro in die Hand. Laufzeit angeblich 3 Jahre. Das ist ein Kraftakt, um die Position von VW weltweit als größter Pkw-Produzent gegenüber Toyota behalten zu können. Inzwischen sind natürlich alle unterwegs. GM ist genauso unterwegs wie Ford jetzt inzwischen. Die Zahlen oder die Nachrichten kennen Sie. Dazu gehört natürlich auch die Freisetzung von Ressourcen, die nicht unbedingt notwendig sind. Also die Freisetzung von stillem Kapital. Das ist im Falle Porsche eine logische Konsequenz. Also Porsche jetzt als Tochter, nicht als Porsche SE, als Holding. Beides muss man auseinanderhalten. Ist das eine logische Konsequenz. Der nächste Schritt müsste das gleiche sein, nämlich 49% Verkauf von Audi, ebenfalls an die Börse, meinetwegen über Spin-off oder wie auch immer. Jedenfalls würde das eine ähnliche Wirkung haben. Die mögliche Trennung von Lamborghini und mag dazugehören, auch Bentley. Nein, Bentley wäre ebenfalls zu nennen, wofür es ja Interessenten gibt. Kurzum, dies macht völlig zu Recht, baut den ganzen VW-Konzern um ihn effizienter zu machen, beweglicher zu machen, um den Erfordernissen des Marktes zu begegnen. Und das ist Strategie. Und die wird belohnt. Dann stellen Sie bitte mal den Vergleich an. Was ist der VW-Marktwert jetzt im Moment? Der liegt ungefähr bei 120, sagen wir mal 110, 120 Vorzüge und Stämme zusammengenommen. Und vergleichen Sie mit dem Wert von Tesla. Die Amerikaner sind in solchen Dingen ja sehr flott oder die Analysten rechnen sehr flott. Können Sie, ich habe die Zahl schon genannt, gemessen an den Pkw-Ausstoß oder pro Pkw. Ist der Tesla-Pkw 5-6 Mal teurer als ein normaler VW-Pkw-Durchschnittspreis. Dass das nicht stimmen kann, kann man sich nachdenken. Denn Tesla verdient pro Auto nicht mehr als VW. Von 2-3% abgesehen. So entstehen erfolgreiche neue Konzepte unter dem Zwang der Ausgangslage E-Mobility. Und zum anderen aus der Sicht der Börse muss ich dann entscheiden, wer ist teuer, wer ist billig und was ist mein richtiges Investment dafür. Dann weiß ich, wo ich investiert sein sollte oder möglicherweise nicht. Meine Damen und Herren, wenn Sie mehr von Herrn Bernecker hören wollen, sehen wollen, dann schalten Sie doch rein am kommenden Samstag, dem 5. Juni. Wo können Sie reinschalten? Auf dem Online-Börsentag. Das Motto des Vortrags, das ist der Schlussvortrag dieses Tages, der von Hans Bernecker dargestellt wird. Der Titel ist also Die Zukunft lacht. Und ich will hier noch nicht so viel verraten, aber diesen Big-Picture-Blick auf das Marktgeschehen sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Auch zumal diese Veranstaltung kostenlos für Sie ist. Also melden Sie sich gerne an. Das ist allerdings auch erforderlich. Die kostenlose Anmeldung, das können Sie über die Webseite tun, www.börsentag.online. Und damit sind wir an das Ende des Gesprächs gekommen. Herr Bernecker, vielen Dank für Ihr Investment in dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch einen sehr guten, sehr erfolgreichen Tag. Wenn Sie in Nordrhein-Westfalen wohnen, auch einen schönen Feiertagmorgen. Machen Sie es gut. Dem schließe ich mich sehr gerne an.